Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work Österreich. Ich bin Doris Paltz, Geschäftsführerin dieser Organisation und von Natur aus neugierig. Ausgestattet mit einem Mikrofon nütze ich daher die Gelegenheit zu Gesprächen mit Menschen, denen Menschen am Herzen liegen und die Organisationen bewegen. Begeisterung ist nicht nur, aber auch für neugierige Menschen wie mich ansteckend. So ergeht es mir bei meinem heutigen Gesprächsgast, dessen Begeisterung für junge Menschen, insbesondere für jene, die unsere Fachkräfte von morgen sind, ganz, ganz packend. Mehr als 10 Jahre Expertise in der Zusammenarbeit mit jenen Menschen, die für die Ausbildung der Jugendlichen verantwortlich sind, steht da dahinter und vieles mehr. Herzlich willkommen, Robert Frasch. Schön, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Ja, danke. Das kann ich nur zurückgeben, weil auch du nimmst dir ja die Zeit und danke, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Lieber Robert, spring mal gleich hinein in deine Leidenschaft, in deine Begeisterung. Seit mehr als 10 Jahren bist du anerkannter und nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus Experte, wenn es um Lehrlinge, Lehrlingsausbildung, Expertise um das Ganze geht, aber natürlich auch um alles, was dahinter steht, das Ausbildungswesen. Wie bist du dazu gekommen? Wie so oft ist es wahrscheinlich Zufall gewesen. Mir fällt immer wieder das Zitat von Steve Jobs ein: Du kannst dein Leben nur im Rückblick verstehen. Ich bin vielleicht unter anderem ein lebender Beweis dafür. Das war wirklich reiner Zufall. Ich komme ja aus Vertrieb und Marketing und komme eigentlich aus der Logistikbranche. Das Einzige, was mich bis zu dem Zeitpunkt damit verbunden hat, mit dem Thema, ich bin selbst gelernter Speditionskaufmann, also man könnte sagen, vielleicht war da die Urwurzel allen. Bin dann über Umwege eigentlich zufällig im Trainingsbusiness gelandet und dort auch wieder über Umwege beim Thema Lehrlinge, und zwar Trainings für Lehrlinge. Das hatte eigentlich nur mit meiner Bequemlichkeit zu tun. Lehrlinge waren die einzige Zielgruppe, die mir im Trainingsbusiness eingefallen ist, die jedes Jahr neu kommt. Führungskräfte werden halt einmal trainiert und dann dauert es halt wieder, bis man ein neues Training kriegt. Bei Lehrlingen ist das nicht so und darum habe ich dann gesagt, wir machen jetzt Lehrlingstrainings. Das hat auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe. Wir hatten dann Rahmenverträge mit großen Unternehmen, die jedes Jahr ihr zweites Lehrjahr ins Training geschickt haben. Das war eigentlich das, was ich wollte. Und dann kam da der Zufall ins Spiel, weil mich haben meine Kunden alles Mögliche gefragt. Also wirklich quer durch die Bank. Und ich habe immer zurückgefragt, ja, wieso fragt ihr alle mich? Ich meine, ihr müsst ja das wissen, ihr bildet ja Lehrlinge aus. Und die haben gesagt, ja, aber das haben wir noch nie gehabt, so dieses und jenes Thema. Und du kennst ja so viele Firmen, vielleicht ist da das schon mal runtergekommen, war meistens auch so. Und so hat eigentlich die Überlegung begonnen und gesagt, irgendwie wissen die untereinander nicht, was die anderen schon gut gemacht haben. Es braucht offensichtlich irgendeine Vernetzungsplattform oder so. War ein bisschen damals auch natürlich Kundenakquise-Tool gleichzeitig. Das hat aber dann eine Dynamik angenommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, es macht eigentlich mehr Sinn, nicht deswegen die Ausbilder zu vernetzen, um Kunden fürs Training zu kriegen, sondern wir vernetzen sie nur noch. Und so hat vor 10 Jahren Lehrlingspower begonnen. Und die Urform von Lehrlingsbau ist eigentlich immer noch erhalten geblieben, aber ja, es war reiner Zufall. Das ist schön, weil das sagt auch unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, am Weg liegt eigentlich das, was dir die Zukunft bringt. Ja. Lehrlingspower ist heute nicht mehr wegzudenken aus Österreich. Auch der Lockdown hat eigentlich gezeigt, dass es eine starke Nachfrage auch nach dem, was du tust und was du anbietest und was ihr gemeinsam eigentlich gestaltet gibt. 10 Jahre ist aber dennoch eine lange Zeit. Hat sich das Lehrlingswesen in der Zeit aus deiner Sicht verändert und wenn ja, was? Es hat sich schon einiges verändert. Es hat in vielen Unternehmen das Bewusstsein auf der Führungsebene, und zwar auf der Top-Führungsebene, zugenommen dafür, dass man auf dem Thema was tun muss. Ich würde mir immer noch wünschen, dass es noch mehr wären, aber es ist deutlich besser geworden in den 10 Jahren. Das habe ich auch gemerkt, so ungefähr vor 3-4 Jahren hat es zunehmend Anfragen gegeben, ob ich nicht einen Vortrag halten könnte vor den Vorständen. Ich bin plötzlich in Vorstandsklausuren eingeladen worden, auf irgendwelche Almen und in irgendwelche tolle Hotels, um dem Vorstandsvorsitzenden einmal zu erklären, worum es da eigentlich jetzt geht, welche Generation kommt da auf uns zu, welche Thematik hat man. Das war oft dann von den Personalisten damit begründet, dass sie gesagt haben, wir erzählen das eh schon seit 10 Jahren, aber uns hört keiner zu. Der Prophet im eigenen Land, der gilt ja oft nicht. Und wenn man den Experten holt, dann sind die Vorstände halt leichter geneigt zu sagen, jetzt hören wir zu. Wobei, witzige Anekdoten am Rande, da gab es immer wieder auch Vorstände, die nachher zugegeben haben, also wir haben uns eigentlich vorgenommen, die Stunde, wo Sie da reden werden, da können wir unsere E-Mails beantworten. Und es war eigentlich fast immer so, dass alle gesagt haben, wir haben nicht ein einziges E-Mail beantwortet. Jetzt verstehen wir, was Sie da getan haben, warum der Personalchef, die Personalchefin wollte, dass Sie kommen.
Okay, was hast du ihnen da erzählt, dass es so aufmerksamkeitserregend war? Also eine meiner Grundthesen ist immer, wenn ich vor solchen Leuten rede, dass ich ihnen immer erkläre, egal worüber sie nachdenken, wenn sie über dieses Thema Fachkräfte nicht nachdenken und das nicht auf ihrer Agenda ist, dann werden sie die Überlegungen für alles andere gar nicht mehr brauchen. Weil wenn wir keine Mitarbeiter in den Unternehmen haben, dann brauchen wir weder Rohstoffe noch, keine Ahnung, K10 und sonst was, Kanban-Systeme und was weiß ich, weil dann gibt es eh niemanden mehr, der arbeiten kann. Das ist das eine. Das zweite, wo ich sie oft auch kitzeln kann, ist, die meisten haben selber Kinder und man kann sie schon dann mit diesem Hinweis drauf der sozialen Verantwortung ein bisschen aus der Reserve locken, natürlich. Und sagt, okay, wie wäre denn das, wenn sich um ihre Kinder niemand kümmern würde? Ich meine, sie haben ein Unternehmen, das die Möglichkeit hat, für Jugendliche da zu sein. Sie werden den Gewinn oder was auch immer nur entwickeln können, wenn sie gute und fähige Mitarbeiter haben. Und jetzt müssen sie natürlich als Vorstand nicht in Zukunft, keine Ahnung, Lehrlinge rekrutieren. Aber es ist wie bei jedem Thema im Unternehmen, wenn es auf der Agenda des Vorstands ist und der immer wieder nachfragt, wo stehen wir, wie geht's jetzt, was brauchen wir dafür, dass es noch besser wird, dann tut sich der Personalist natürlich leichter. Ja, gratuliere, das ist Wirksamkeit und das ist gute Wirksamkeit für unsere Jugend, aber natürlich auch für unsere Unternehmen in Österreich. Weil heutzutage, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann titelt das oft mit Fachkräftemangel. Ja? Wir haben jetzt durch Corona natürlich auch diese Lieferengpässe und so weiter. Aber das Thema jetzt geeignetes, qualifiziertes Personal zu haben, das die vollen Auftragsbücher tatsächlich auch abarbeiten kann, ist eines der Top-Themen geworden. Jetzt, wenn ich so ein bisschen in die Entwicklungen hineinschaue, hätte ich den Eindruck, dass sich in den letzten 10 Jahren schon ein bisschen etwas getan hat bei den Unternehmern, mehr wieder in die Lehrlingsausbildung einzusteigen. Dieses sich herausoptieren aus der Lehrlingsausbildung hat abgenommen. Beobachtest du das auch? Ja, weil die Unternehmen jetzt wirklich verstehen, dass das, was sie ja eigentlich seit 20 Jahren oder 15 Jahren nachlesen hätten können, in den Bevölkerungspyramiden, ist ja nichts, was jetzt überraschend kommt. Ne? Wissen wir ja, die Personalisten haben das auch immer gewusst, aber das ist dieses alte Dilemma, dass Personalisten und Vorstände sehr oft aneinander vorbeireden, weil sie in verschiedenen Welten teilweise leben. Es gibt natürlich ein paar Unternehmen, wo das nicht so ist, aber es gibt viele Unternehmen, die dieses Problem haben, weil auf der einen Seite ist der Vorstand der meistens sehr zahlenorientiert unterwegs ist. Und die Personalisten sind oft jetzt sehr überspitzt formuliert, die kommen und sagen, wir müssen in die Zufriedenheit investieren, wir brauchen zufriedene Mitarbeiter und also die Soft-Themen vorantreiben. Und jetzt sind wir in einer Phase angekommen, wo die Vorstände eben schon auch merken, also rein auch an den Zahlen, jetzt kann man ihnen Zahlen hinlegen und sagen, okay, wir hatten letztes Jahr, keine Ahnung, 100 Bewerber, jetzt haben wir nur 50. Und das liegt nicht daran, dass wir zu dumm sind, weil wir haben nichts geändert an unserer Strategie, sondern es sind schlicht und ergreifend, da sind die Zahlen, es sind schlicht und ergreifend um so und so viele 1000 Jugendliche weniger da. Siehst du eigentlich, dass es österreichweit eine gleiche Entwicklung gibt oder gibt es da dieses West-Ost-Gefälle? Es gibt nach wie vor dieses West-Ost- und auch Stadt-Land-Gefälle, das muss man gleich dazu nehmen, glaube ich. Vor allem auch was Qualität und Quantitätsthemen betrifft. In der Qualität haben wir ein ganz starkes Stadt-Land-Gefälle. Das hat mit der Schulpolitik natürlich zu tun, nicht nur mit den Schulen, wahrscheinlich auch mit der sozialen Verankerung. Das heißt, da haben wir natürlich schon einmal ein anderes Bewerberklientel. Und dann kommt halt dazu die Herausforderung, dass wir die Arbeitskräfte, das hören wir ja immer wieder, nicht dort haben, wo wir sie brauchen. Wir hätten auf der einen Seite im Osten ganz viele Arbeitssuchende und würden vor allem in speziellen Branchen, aber nicht nur in den Tourismusbranchen, sondern auch zum Beispiel in der Industrie, im Westen oder in der Mitte, wenn man jetzt Oberösterreich als Mitte nimmt, händeringend suchen und kriegen die Leute dort nicht hin, wobei das in der Lehrlingsausbildung natürlich doppelt schwierig ist, weil da reden wir von Jugendlichen, von jungen Menschen. Das ist nicht so einfach zu sagen, mit 16 gehe ich halt von Wien nach Vorarlberg, weil es dort Arbeit gibt. Ne? Also muss man ein bisschen differenziert sehen. Aber da gibt es die großen Unterschiede. Gerade natürlich der Westen von Österreich kämpft ganz massiv dann nach der Ausbildung, weil die Schweiz zum Beispiel einfach viel höher zahlt. Und wenn der von Vorarlberg jetzt in die Schweiz fährt, aber da drüben um 500, 600 oder 1000 Euro mehr verdient, was durchaus drinnen ist, dann ist das echt für die Betriebe ein Problem. Die Schweizer Betriebe wissen natürlich schon auch, dass die Österreichischen gut ausbilden. Und welche Antworten gibt es darauf? Gibt es Antworten auf das? Also eine Antwort gebt ihr eigentlich mit vielen eurer Unternehmen. Wenn ich ein Great Place to Work bin, dann habe ich, glaube ich, schon einmal viel gemacht, weil wenn sich Mitarbeiter wohlfühlen, wenn Mitarbeiter wertgeschätzt sind, wenn Mitarbeiter wissen, ich arbeite an einem Why mit, alles das, was bei euren Bewertungen ja auch mitspielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon einmal geringer.
Oder sagen wir mal so, dann muss die Lohndifferenz wahrscheinlich schon deutlich höher werden, weil dann wechselt man nicht mehr wegen 100 oder 200 Euro. Gerade bei Jugendlichen zählt das Thema Wertschätzung ganz massiv. Wir glauben immer, dass wir hier eine Generation haben, denen das nicht mehr wichtig ist. Aber ganz im Gegenteil, wir müssen, glaube ich, in der Wirtschaft wieder schauen, dass wir wieder mehr Zeit freimachen für diese Beziehungsarbeit, die so wichtig ist und bei jungen Menschen noch einmal doppelt. Ich denke mir immer dann, wenn ich so zurückdenke an das Alter, wie ich 16 war, wie ich 15 war und so. Ja. Also es ist schon erforderlich, dann auch eine Bezugsperson zu haben. Da geht so viel im Kopf, im Körper gerade von jungen Menschen um und Veränderung findet da statt. Dann auch die berufliche Herausforderung und alles das, was sich privat tut. Ja. Ich kenne schon auch sehr, sehr gute Beispiele, wo das gut funktioniert, wo eine Beziehung eben zu den Ausbildern da ist. Und wie wichtig das ist, insbesondere auch dann, wenn vielleicht die Homebase nicht so eine solide ist. Nehmen sich Ausbildner mehrheitlich auch dann dafür nicht nur die Zeit, sondern auch so wahr, dass sie Bezugspersonen sind? Sie nehmen es wahr und sie nehmen sich die Zeit und oft müssen sie diese Zeit aber irgendwo hineinquetschen oder wissen, dass sie dann ihre Hauptarbeit am Abend erledigen oder sonst was. Diese Ausbilderinnen und Ausbilder, die wir in Österreich haben, würden aus meiner Sicht ganz, ganz viel Wertschätzung brauchen, die sie oft nicht kriegen. Die Preise gibt es oft nur für das Unternehmen, also die staatlichen Auszeichnungen und was weiß ich. Dann kriegt halt das Unternehmen einen Bundesadler oder was auch immer. Oder die Lehrlinge können bei irgendwelchen Wettbewerben alles Mögliche gewinnen und ausgezeichnet werden. Aber eigentlich werden die Ausbilder dahinter oft nicht gesehen. Darum finde ich Great Place to Start eigentlich oder Place to Start eigentlich ganz wichtig, weil ihr schafft es, dass diese Ausbilder einmal von ihren eigenen Lehrlingen bei der Preisverleihung, bei der ich ja dabei sein durfte, die Wertschätzung kriegen. Als Lehrlingsausbilder gleich wirst du nicht, weil du damit irgendwelche Karrierepläne verfolgst, sondern weil du das als Berufung machst. Ja, das klingt so, das klingt so. Und ja, die gehören vor dem Vorhang und ja, die gehören dupliziert, weil das ist die nächste Generation, denen hier der Boden aufbereitet wird. Und je solider dieser Boden ist, desto solider können die Menschen dann auch drauf stehen und sich weiterentwickeln. Ja, ah, großartig, es ist so schön, welche Einblicke du da auch hast. Wenn ich jetzt hineinschaue, jetzt Jugendliche entscheiden sich mit 14, mit 15 für einen Beruf. Es gibt ein paar beliebte Berufsbilder, wo die Entscheidung dann oft einmal hingeht. Und es gibt aber auch Berufsbilder, die viel stärker schon auch die Zukunft antizipieren. Ist nicht das Alter der Jugendlichen da zu früh, sich dafür zu entscheiden? Mein Lieblingsreizthema. Also einerseits aus dem heraus, dass ja, das Alter ist zu früh, das versucht uns zum Beispiel eine Institution wie die OECD seit, glaube ich, 20 Jahren beizubringen, dass unser Schulsystem falsch aufgebaut ist und Entscheidungen nicht nur, was Lehrberufe betrifft, sondern generell schulische Entscheidungen zu den falschen Zeitpunkten zu treffen sind und zu früh zu treffen sind. Wir kennen das alle, wenn du dich einmal zum Beispiel fürs Gymnasium entschieden hast, dann fährst du auf einer Schiene dahin. Ob das gut oder schlecht ist, wissen wir nicht. Manchmal ist es nicht sehr hilfreich. Manchmal wird dann einfach halt durchgezogen, wenn man es fertig macht, aber es bringt eigentlich nichts. Das ist halt das eine an dem. Das, was mich aber viel mehr reizt, ich komme ja aus Vertrieb und Marketing. Und das, was ich im Moment nicht verstehen mag, ist, wir haben ein Produkt, das wir eh schon ein bisschen schlecht platzieren können. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Lehre bei den Eltern jetzt nicht die allererste Wahl ist. Und wir machen es noch komplizierter, indem wir permanent irgendwelche neuen Lehrberufe erfinden. Jetzt sind wir bei knapp über 220, glaube ich, sind wir jetzt angekommen. Es sind schon wieder neue in der Begutachtung. Also da müsste man ja eigentlich schon panisch werden. Dazu kommen, ich glaube, in der letzten Gewinnaufstellung waren es 450 Fachhochschulstudiengänge und Studiengänge, die ich absolvieren kann in Österreich. Und wenn ich mich an meine Marketingausbildung zurückerinnere, dann gibt es dieses Paradox of Choice. Da hat man ja untersucht, wenn das Angebot zu groß wird, dann entscheidet sich der Konsument für gar nichts mehr. Klar, weil er ständig Angst hat, sich falsch entschieden zu haben. Wenn ich bei 224 Lehrberufen mich für einen entscheiden muss, dann sage ich zu 223 nein. Und dann kann ich wahrscheinlich pausenlos anfangen zu überlegen, wäre nicht einer von den 223 anderen vielleicht doch besser gewesen. Und dann wundert es mich nicht mehr, dass sich Jugendliche entweder für einen der Berufe entscheiden, die sie kennen, und da möchte ich ja gar nicht nur Jugendliche sagen, sondern ja auch die Eltern. Oder gar für die Schule entscheiden. Weil die Schule ist zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung fallen muss, das, was ich am besten kenne. Und beim Paradox of Choice ist es ja auch so, dass die Konsumenten dann dazu neigen, bei ihrer gewohnten Marke zu bleiben. Da sage ich, ja, okay, da gibt es tausend andere, ich habe keine Ahnung, kann das jetzt nicht alle studieren. Ich will auch nicht alle durchprobieren, ich bleibe bei dem, was ich kenne.
Und das, was ich kenne, sind Jugendliche und Eltern in dieser Entscheidung rund um Lehrstellen, ja, in der Schule. Die Schule kennen sie. Ob die Schule jetzt so oder so heißt, es gibt Schularbeiten, es gibt zweimal im Jahr ein Zeugnis, Punkt. Oder ich muss mich für die Ungewissheit entscheiden, Beruf, was heißt das eigentlich? Was heißen diese ganzen Lehrberufe? Und was heißen dann auch noch diese Verästelungen wie in der Mechatronik, die, glaube ich, inzwischen 7 Untereinheiten hat, wo selbst, das ist das Aberwitzige an der Situation, die Unternehmen sagen, das ist der völlige Irrsinn, der da passiert, aber es fragt uns ja keiner. Das ist diese Kammerthematik. Da sitzen in irgendwelchen Kammern oder wer auch immer sie designt und sich einfallen lässt, Experten, die dann überlegen und sagen, bah, müssen es besser verkaufen, weil es lässt sich offensichtlich schlecht verkaufen. Wir müssen jetzt, keine Ahnung, wir müssen den Maurer jetzt in Hochbau und Tiefbau umbenennen, weil das klingt dann cooler und dann verkauft sich's besser. Wenn man mit den Unternehmern spricht, sagen die Unternehmer, bitte hör mit dem Quatsch auf. Jetzt weiß überhaupt keiner mehr, was wir ausbilden. Weil jetzt suchen wir plötzlich einen Hochbauer. Wenn wir sagen, wir suchen einen Maurer, wissen die Leute wenigstens, was wir suchen. Ja. Das hat nichts mit dem Hochbauer zu tun. Da müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht in dieser ganzen Modernisierungsthematik das Kind mit dem Bade ausschütten. Das heißt, du sprichst mehr der Vereinfachung das Wort, sodass es für junge Menschen und die dahinterstehenden Eltern die Chance gibt, sich damit auch auseinanderzusetzen, zu verstehen, wo die Reise hingehen kann und aus einer vereinfachten Auswahl dann auch wirklich eine Entscheidung treffen kann und dass es dann nicht durch Zufall passiert, weil die Tante ist Friseurin, das ist eh nett und jetzt wäre ich halt Friseurin, ja. Welche Rolle spielen dann existierende Lehrlinge in der Übersetzung in die nächste Generation? Können die da was bewirken, wenn sie in Schulen gehen und auf Messen auftreten, wenn es da diesen Lehrlinge werben Lehrlinge-Aktionen gibt? Grundsätzlich ja. Und grundsätzlich wäre das das, was ich jedem Unternehmen empfehlen würde. Lass die drüber reden, die das am besten können. Und zwar in der Sprache derer, die ich ja eigentlich haben will, nämlich der Jugendlichen. Bitte dann aber auch nicht vergessen, begleitend dazu braucht es einen Erwachsenen, weil es könnten auch Eltern kommen und die können dann mit der Erklärung des 17-, 18-Jährigen wahrscheinlich relativ wenig anfangen. Aber da muss man jetzt auch wieder aufpassen, bei neuen Lehrberufen hat man natürlich das Problem, dass man ja noch niemanden hat oder vielleicht nur einen hat, der das ja auch schon macht. Ne? Was erklärt der dann wieder? Ne? Natürlich, wir können jetzt nicht ewig stehen bleiben und ewig nur die alten Lehrberufe haben. Aber was ich mir wünschen würde, sagen auch einige Ausbildungsverantwortliche, sagen immer, sie würden sich auch wünschen, dass wir dieses System überhaupt einmal komplett resetten und vielleicht einmal darüber nachdenken, ob wir es nicht in manchen Bereichen komplett neu aufsetzen müssen. Ich gebe ein Beispiel, was ich damit meine. Ich habe vor schon 3-4 Jahren einmal mich unterhalten mit jemandem aus dem Baunebengewerbe. Und der hat gesagt, er würde sich zum Beispiel wünschen, dass es ein Eingangsjahr gäbe, wo man sagt, ich interessiere mich einmal grundsätzlich für Baunebengewerbe. Aber ich habe mein Eingangsjahr, dass ich mich auf einer Baustelle mehr orientieren kann, weil sie haben es immer wieder, dass jemand Bautischler anfängt und auf der Baustelle am ersten Tag, wo er draußen ist, sieht er, da gibt es einen Dachdecker. Und dann kommt er drauf, eigentlich, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich lieber Dachdecker geworden. Aber er hat jetzt einen Lehrvertrag für 3 Jahre Bautischler und dann kann er vielleicht noch Dachdecker werden. Gäbe es ein Eingangsjahr, dann würde dieses Baunebengewerbe ist so vielschichtig zum Beispiel, dass man, das kann man ja kaum erklären, alles. Und auch der Jugendliche denkt sicher nicht dran, dass, was es da alles gibt, vom Eisenbieger bis weiß ich was, keine Ahnung. Dann kriegst du mal so einen Eingang in den Beruf hinein und sagst, okay, das alles gibt's da und jetzt schau dir mal alles an und dann legen wir fest, wo du dich dann spezialisierst. Ich habe das einmal genannt, so wie eine Medizinausbildung eigentlich. Du musst ja zunächst einmal Allgemeinmedizin lernen, bevor du dann Facharzt wirst. Ne? Du kannst nicht sagen, ich werde jetzt gleich Kinderarzt, Punkt. Oder du machst es als Psychotherapeut zuerst einmal ein Propädeutikum, um dich dann in eine Fachrichtung zu spezialisieren. Genau. Ja. Also mich hättest du sofort jetzt als Multiplikatorin gewonnen, um diesen Gedanken voranzutreiben, Jugendlichen und auch den Eltern die Chance zu geben, einmal irgendwo anzukommen und dann die Vielfalt erst zu erkennen und dann eine weitere Entscheidung zu treffen. Grundsätzlich jetzt, wir sind stolz als Österreich, wir haben eine duale Ausbildung. Und ganz, ganz viele Staatenvertreter kommen zu uns, schauen sich das an, finden das auch toll, wollen das dann importieren, wir wollen es exportieren und so. Siehst du das auch, dass diese duale Ausbildung wirklich einen Wert an und für sich hat oder wären da auch Themen, wo du sagst, da könnte es besser gehen? Also grundsätzlich brauchen wir über den Wert überhaupt nicht diskutieren, der ist gegeben und wir haben ein System, um das uns wirklich ganz viele Länder, vor allem Länder wie Spanien, Griechenland, Italien beneiden. Und es gibt einen ganz direkten Zusammenhang mit der Jugendarbeitslosigkeit, keine Frage. Also da braucht man sich echt nur die Zahlen anzuschauen. Da sind wir
mit Deutschland vorne dabei. Da ist die Schweiz auch ganz vorne dabei, also bei niedrigen Jugendarbeitslosigkeitsraten. Und das sind genau die Länder mit der dualen Ausbildung. Das, was das österreichische System aus meiner Sicht bräuchte, wäre eine ganz dringende Durchlüftung und Modernisierung. Und da geht es jetzt nicht um das so oft zitierte Digitalisierungsthema. Wir brauchen ganz dringend eine massive Reform im schulischen Bereich. Also die Berufsschulen, das ist also echt etwas, wo wir ansetzen müssen an den Schulen einerseits. Das hat aber in Österreich auch was mit der Kompetenzteilung leider zu tun. Die gehört auch abgeschafft aus meiner Sicht. Oder da sollten wir uns Beispiele anschauen, wo das anders geht. Wir haben in der Schweiz eine Staatssekretärin für das Thema Berufsbildung. Bei der laufen die Agenten zusammen. Die hat die Aufgabe zu koordinieren und das tut sie auch. Also das wäre etwas, was wir ganz dringend brauchen. Und dann müssen wir nicht nur über das Thema Lehrlingsentgelt nachdenken, sondern vielleicht auch über den Begriff Lehrling an sich und über die Art der Ausbildung, was die Praxis betrifft. Wir haben in der Schweiz Modelle, wo die Ausbildung in einem Ausbildungsverbund erfolgt, aber nicht in unserem österreichisch bekannten Modell. Also der Lehrling gehört einem Betrieb und man macht dann mit anderen Betrieben einen Verbund, sondern dort ist der Lehrling, in der Logistik gibt es das vor allem und im Tourismus, beim Verbund angestellt und wird in seiner Ausbildung in verschiedene Unternehmen seiner Branche geschickt. Also bei den Logistikern ist er ein halbes Jahr am Flughafen in Zürich, ein halbes Jahr bei der Schweizer Bahn, ein halbes Jahr bei einer großen Spedition etc. und lernt ein Berufsbild. Das hat nämlich zwei ganz wesentliche Vorteile, eigentlich drei. Der eine Vorteil ist, er lernt ein Berufsbild. Zwar nicht nur so, wie es für die Firma notwendig ist, die ihn ausbildet, sondern wie es wirklich für das gesamte Berufsbild erforderlich ist. Um beim Spediteur zu bleiben, wenn jetzt jemand in einer Luftfrachtspedition lernt, dann wird er von Seefracht relativ wenig mitkriegen im Alltag. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, er hat natürlich nach seiner Lehre ein Netzwerk gebildet und wir wissen alle, wie wichtig Netzwerke sind im Berufsleben. Er kennt in mindestens 6 Unternehmen jemanden, weil er ja dort gelernt hat. Aber der entscheidende Vorteil ist, und das haben die Schweizer selbst am Anfang gar nicht so erwartet, die Qualität der Ausbildung ist sprunghaft angestiegen dadurch. Weil die Unternehmen sich ja nachher dann quasi bewerben müssen, kommen dann zu mir arbeiten. Der ist ja nur ein halbes Jahr da. Und nachher wird er sich entscheiden, wo gehe ich denn hin? Naja, der wird nicht dorthin gehen, wo es nicht gepasst hat, sondern dorthin, wo man sich um ihn gekümmert hat, wo er Aufgaben gekriegt hat und. Und die Durchlässigkeit dessen, was man erlebt hat, jetzt bei dem einen dann zum anderen, ist natürlich auch noch einmal gegeben, ne? Weil genau. Es wird dann darüber gesprochen. Ne? Also wir könnten und sollten auch ganz dringend aus meiner Sicht die Dinge durchlüften, die durchgelüftet gehören. Wir neigen ja in Österreich ganz gern dazu, uns auf historische Errungenschaften zurückzuziehen. Ne? Also flapsig formuliert kennen wir das alles aus dem Fußball. Ne? Wir reden immer noch von Córdoba, wenn wir gegen Deutschland spielen. Ne? Córdoba ist ja schon gar nicht mehr wahr, aber es ist immer noch, irgendwann haben wir mit Deutschland in Córdoba geschlagen. Wir haben das in vielen Wirtschaftszweigen auch, dass wir uns auf Dingen ausruhen, wo man sagen, naja, da waren wir früher super, nur heute interessiert es vielleicht niemanden mehr so. Und ein bisschen hab ich die Angst, dass wir auch in der Lehrlingsausbildung, uns zu sehr auf die Schultern klopfen, so, es kommen ja alle zu uns. Auch in Deutschland gibt es Dinge, Stichwort duales Studium, die man sich in Österreich dringend anschauen sollte. Was man in Deutschland damit erreicht hat, ist, dass man damit auch das Berufsbild der Lehre aufwertet. Weil für die Eltern ist es ja ein ganz anderes Zeichen, wenn es danach weitergeht quasi. Oder wenn es das auch auf einem Niveau gibt, das universitär ist. Ne? Also das wäre auch ein Thema, das man dazufügen kann und dann kann ich auch wieder andere Zielgruppen ansprechen. Ja, das heißt, eigentlich müsste ja dann Lehre mit Matura auch ein Erfolgsmodell in Österreich sein. Marketingtechnisch ist es das auch. Also du wirst auf der offiziellen Seite immer hören, wie super das Modell nicht ist. Spannend finde ich, dass nur 7% der österreichischen Lehrlinge Lehre mit Matura machen. Wenn man schaut, also Erfolgsmodell wäre für mich etwas, das deutlich über 50 liegt. Es ist, glaube ich, wieder so eine Marketing-Geschichte. Ja, ist es wirklich zu erstreben auch jetzt, dass alle Lehrlinge oder 50% der Lehrlinge Matura machen? Ich hätte sie ja gerne als Fachkräfte eigentlich ausgebildet und möchte sie ja dort auch weiter beschäftigen. Das ist ein Spezifikum der österreichischen Ausbildungslandschaft, muss man fast sagen. Man hat die offiziellen Stimmen, die dann immer kommen und sagen, wir haben jetzt was erfunden und das ist jetzt ganz super. Und komischerweise, fast bei allen Themen, wenn du danach mit Unternehmen sprichst, sagen, bitte hör auf. Das sagen die und das interessiert mich gar nicht, weil du hast genau das Richtige angesprochen. Er sagt, wieso muss der jetzt Matura machen bei mir? A, gibt es viele Ausbilder, die sich ärgern und sagen, aha, ist unsere Ausbildung also so schlecht, dass man sie nur mit Matura aufwerten kann. Wir bilden verdammt gut aus und ob mit Matura oder ohne Matura, ist völlig wurscht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Unternehmen natürlich auch erkennen, und ich meine, das ist ja auch völlig logisch dann, sie sagen, wenn der jetzt die Matura macht und was kommt das nächste Schritt, wozu mache ich die Matura? Die Matura brauche ich, um studieren zu können.
Also wird er dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, oder es ist zumindest zu erwarten, studieren wollen. Will ich dieses Unternehmen wirklich? Ich meine, wenn man es jetzt nur ganz pragmatisch sieht, die Ausbildung kostet heute grosso modo im Durchschnitt 100.000 Euro. Will ich dieses Unternehmen und kann ich das wirtschaftlich auch vertreten, wirklich, dass ich 100.000 Euro in die Ausbildung investiere und dann geht er studieren und dann ist er weg? Ganz genau, ja. Also es gibt wahrscheinlich Konstellationen, in denen es Sinn macht, weil das Unternehmen dann auch mit maturierten Lehrlingen weiterarbeiten möchte, weil es Optionen hat, weil es Perspektiven auch für diese hat, aber nicht jedes Unternehmen hat das jetzt. Der Tischler ums Eck wird wahrscheinlich mit einem Lehrling mit Matura weniger anfangen, als in einem Industriebetrieb, der dann auch andere Positionen zu besetzen hat. Du hast vorhin angesprochen, die demografischen Entwicklungen, wo wir mittendrin sind. Es gibt ganz einfach natürlichermaßen jetzt weniger Jugendliche am Arbeitsmarkt oder auch die in den Arbeitsmarkt eintreten. Gleichzeitig haben wir ein sehr differenziertes Schulsystem auch, das auch nicht von sich aus jetzt sagt, ich möchte gerne schrumpfen. Aus dem ergibt sich aus meiner Betrachtung eine natürliche Konkurrenz um jeden einzelnen Jugendlichen. Und gleichzeitig, auch wie du gesagt hast, ist das Image der Lehre nicht unbedingt jetzt ein überbordendes quer durch Österreich. Wie kann sich das auswirken? Wie kann sich das ausgehen, dass das Unternehmen sich so positionieren, dass die interessierten Jugendlichen, die mit Talent auch wirklich zu ihnen kommen? Unternehmen müssen zeigen, was sie wirklich leisten für junge Menschen. Und sie müssen zeigen, wie der Unterschied zum schulischen System ist. Worum geht es Eltern, die Jugendliche haben? Also uns, meiner Frau und mir, geht es natürlich darum, der David soll glücklich sein, dem soll es gut gehen, der soll gut ankommen können in einem Job, wo er dann auch sich verwirklichen kann, wo er halt einfach normal leben kann. Mehr wollen wir ja nicht. Und es soll sich halt jemand um ihn kümmern. Und all das machen Betriebe, aber das wissen die Eltern nicht. Der Markus Gull hat es ja in seiner Keynote genannt, wir brauchen eine neue Geschichte. Und da ist er völlig richtig unterwegs. Wir haben die Geschichte sogar, wir müssen sie nur erzählen. Junge Menschen, die in einer Lehre sind oder die Ausbilder dieser jungen Menschen, begleiten junge Menschen durch die Pubertät durch, begleiten damit auch die Eltern und das Familiensystem durch die Pubertät durch. Das ist so. Das ist etwas anderes als in einer Schule. Die Voraussetzung, dass es den jungen Menschen im Betrieb gut gehen wird, sind auch ungleich höher, nämlich ganz pragmatisch gesehen. Der Betrieb hat ja ein hohes Interesse daran, die Fachkräfte der Zukunft zu haben. Das heißt, er wird alles daran setzen, dass wenn es dazwischen zu Problemen kommt, dass man die irgendwie in den Griff kriegt. Fürs Schulsystem, und das ist uns, glaube ich, nicht bewusst, ist es unterm Strich, brutal gesagt, vollkommen egal, ob der Jugendliche da durchkommt oder nicht. Wenn er nicht mitkommt, kriegt er nicht genügend fertig. Punkt. Es ist egal im System. Es geht um die Kopfzahl. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der öffentlich finanziert wird, und wir wissen ja, das österreichische Schulsystem zählt nicht zu den günstigen, sondern ist eines der teuersten überhaupt. Ich glaube, sogar das teuerste. Und auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die, und das war jetzt beim letzten Ausbilderstammtisch auch wieder so ein Thema, die halt alles selber investieren sollen. Man erwartet von Unternehmen, und da magst du noch Zusatzausbildung da und noch, besten zahlst noch einen Führerschein und bietest noch die Matura an und das übernimmst natürlich alles selber. Und das kann sich nicht ausgehen auf Dauer. Auch da müssen wir beim Durchlüften vielleicht einmal drüber nachdenken. Wieso kann es sein, dass wir auf der einen Seite ein System haben, das völlig aus der öffentlichen Hand finanziert wird und auf der anderen Seite ein System haben, das eigentlich zum Großteil aus der Wirtschaft selbst heraus finanziert werden muss? Weil was heißt das all along für die Gesellschaft? Ne? Wenn die Wirtschaft die Lust verliert, im schlimmsten Fall, was sie jetzt nicht kann, weil sie halt keine Fachkräfte mehr findet, aber wenn sie rein wirtschaftlich die Lust verlieren würde, wer würde dann ausbilden? Dann wären wir nämlich genau in die Richtung unterwegs, wo wir ja nicht hinwollen. Dann sind wir in Richtung Spanien und Co. unterwegs, wo wir halt rein theoretisch ausgebildete junge Menschen haben, die keinen Einstieg ins Berufsleben finden. Ja. Du hast vorhin angesprochen, eben auch das Lehrlingsforum, wo der Markus Gull aufgetreten ist. Und dieses Lehrlingsforum heuer wurde ja auch wieder von Lehrlingen begleitet, die beobachtet haben und die dann auch eine Zusammenfassung gemacht haben. Und es war einfach großartig. Es war sehr berührend, wie diese drei Jugendlichen aufgestanden sind in einer Selbstsicherheit. Zwischen zweiten und vierten Lehrjahr waren die alt und darauf hingewiesen haben jetzt, sie sind durch die Corona-Krise auch gestärkt herausgegangen. Sie waren mittendrinnen, sie haben zugegriffen, zugepackt und sie wissen, dass sie mitten im Leben drinnen stehen. Und es waren diejenigen zumindest, waren dann so, dass sie nicht gewirkt haben, dass sie psychisch belastet waren. Wir haben das beide miteinander erlebt.
erlebt. Wir sind auch nebeneinander gesessen da gerade. Und ich habe auch deine Begeisterung gespürt, eben wie sich die Jugendlichen artikuliert haben, nämlich auch in der Form, in der sie artikuliert haben. Würdest du sagen, jetzt ein Gros der Lehrlinge würde so reagieren und sagen, na, wir sind schon gestandene Leute? Ja, man muss ja auch dazu sagen, aus welchem Betrieb die dann, sehen, aus welchem Betrieb die kommen. Ne? Das ist einer der Betriebe, wo man drauf schaut, dass sich junge Menschen entwickeln, und davon haben wir ganz viele. Das sind auch die Betriebe, die auf solche Events gehen, wie das Lehrlingsforum. Das, was ja schade ist, dass wir die anderen dort nicht hinkriegen, weil die hätten es ja notwendiger. Die Betriebe, die eh schon aufs Lehrlingsforum gehen, das sind fast, oder sind immer die, die eh schon fast alles richtig machen und zu denen zählen, die sagen, was kann ich noch besser machen? Da kommen dann solche Jugendliche raus, und von denen haben wir ganz viele. Jungen Menschen grundsätzlich mehr zuzutrauen, das würde uns allen gut tun, und das tut uns auch bei den Lehrlingen gut. Die Jungen da draußen, wir wollen jetzt nicht den Sokrates wieder hervorkramen, weil den kennt eh jeder schon bis zum Erbrechen. Aber ich brauche gar nicht den Sokrates, ich brauche nur an mich zurückdenken. Wenn ich zurückdenke, wie ich mit 15, 16 war und was meine Mutter von mir gehalten hat und von dem, wie ich allein schon meine Musik, also mit ACDC hat sie wahnsinnig viel anfangen können, nämlich gar nichts. Und sie hat viele Dinge nicht verstanden, die ich gemacht habe. Und ja, ich verstehe auch heute manche Dinge nicht, die unser Sohn jetzt macht. Obwohl ich versuche, liberal zu sein und natürlich ein bemühter Vater bin und meine Frau eine bemühte Mutter und so. Aber ja, du steigst halt bei manchen Dingen einfach aus. Punkt. Ja. Damit ist es ja gut, dass du dich noch erinnern kannst, wie das bei dir war. Ja? Also, genau. Weil wenn sich Eltern dann nicht mehr erinnern können, dass sie selber auch durch diese Phasen gegangen sind, wo das Unverständnis halt nicht bei ihnen war, sondern eher bei den Eltern war, dann könnten sie es wahrscheinlich mehr nachvollziehen, was jetzt gerade in den eigenen Kindern auch los ist. Das, was wir halt wieder lernen müssen, glaube ich, wir haben es ein bisschen vergessen, ist, dass wir jungen Menschen schlicht und ergreifend auch was zutrauen müssen, dass wir ihnen ja auch die Möglichkeit geben müssen, wirklich Fehler machen zu dürfen. Damit dann auch leben lernen müssen, dass logischerweise Fehler vorkommen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir versuchen als Eltern und wahrscheinlich auch als Ausbilder zu oft Fehler im Vorfeld schon zu verhindern. Nur diese Fehler sind ja die, an denen man lernt. Wenn man aber die Möglichkeit gibt, und das merke ich bei unserem Sohn zum Beispiel bei der Feuerwehr. Ich habe mich lange gefragt, was die richtig machen, weil dort geht er mit einer Begeisterung hin, seit er 12 ist, das glaubt man gar nicht. Und dort lernt er Wälzer auswendig für seine Prüfungen, also meine Frau sagt immer, wenn der einmal nur für die Schule so lernen wird. Und dann habe ich mit den Jugendausbildern dort geredet und dann gesagt, ja, die müssen halt relativ früh kriegen, die immer wieder kleine Aufgaben übertragen. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie ihr seid für das Abräumen der Tische beim Feuerwehrfest verantwortlich. Da sind die aber verantwortlich dafür mit 13, 14. Und wenn man dann zuschaut, mit welcher Begeisterung die das machen, dann merkt man, worum es eigentlich geht. Trau ihnen was zu. Und wenn wir Jugendlichen und jetzt speziell den Lehrlingen Dinge zutrauen, dann erleben wir das, was wir am Lehrlingsforum erlebt haben. Ich meine, das ist ja so ein Paradoxon, das wir auch bei Erwachsenen haben. Wir erzählen jungen Menschen in der Schule ständig, wie kriegst du gute Noten in der Schule? Indem du genau das machst, was der Lehrer erwartet. Mitdiskutieren, mitdenken oder sonst was wird in den wenigsten Schulen, muss man sagen, gefördert. Und dann wollen wir aber selbstbestimmte, innovative, was weiß ich was, Mitarbeiter haben. Ja, woher sollen die kommen? Mhm. Wo haben die das gelernt? Und damit sind wir eigentlich wieder bei der Lehre, die eine Breite auch bietet, sowohl für die Ausbilder als auch jetzt für die Jugendlichen, da zu einer schrittweisen Entfaltung zu kommen, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen, so wie das dein Sohn auch bei der Feuerwehr tut. Das ist schrittweise, ist auch ganz wichtig. Ne? Das ist System Lehre bietet eben die schrittweise Möglichkeit, schrittweise herangeführt zu werden. Robert, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch sehr, sehr viel weiter reden über dieses uns beide fesselnde Thema jugendliche Lehre und wie kann das alles gut gelingen. Darf ich dich bitten, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die auf Fachkräftesuche sind, die jetzt auf der Suche nach Lehrlingen sind, ein paar Tipps mitgeben, wie sie sich gut positionieren können und wie sie sich auf diesen Markt um Jugendliche beliebt machen können. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, vergessen Sie nie, dass Sie einen Menschen gegenüber haben und dass hinter dem Zeugnis auch ein Mensch steht. Wenn Sie auf Menschen zugehen, generell, und auf Jugendliche im Speziellen, dann haben Sie schon die halbe Miete. Jugendliche, wenn man sie befragt, warum sie sich für Unternehmen A oder B entschieden haben, dann hört man meistens eigentlich, naja, A deswegen, weil man sich dort um mich bemüht hat. Das Zweite ist, sorgen Sie wirklich dafür, dass man weiß, dass Sie ausbilden. Der Tourismus ist so eine Branche, die ganz gern klagt und sagt, ja, wir finden niemanden und so weiter. Es kann jetzt jeder, der hier zuhört, dann nachher gern den Praxistest machen. Nehmen Sie wahllose Hotelseiten her oder Gastronomieseiten. Ich wette mit Ihnen, dass Sie beim Großteil sehr lang brauchen werden, bis Sie
drauf kommen, wie sie dort arbeiten können. Man kann auf allen diesen Seiten tausendmal irgendwelche Produkte kaufen und buchen und sonst was. Aber bis man mal drauf kommt, wie man dort arbeiten kann, da ist ein Jugendlicher längst weg. Ja, der Karriere-Button darf bitte ganz oben auf der Startseite sein, weil das, was wir am Anfang schon hatten, wir müssen erkennen, dass der Umstand, kriege ich Fachkräfte, ja oder nein, der alles Entscheidende sein wird für unsere Zukunft. Wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir die Kunden nicht, weil dann können wir sie eh nicht bedienen. Und bitte bieten Sie den Jugendlichen einen persönlichen Ansprechpartner an. Den Herrn Robert Frasch, den man unter der Nummer so und so erreicht und unter der E-Mail-Adresse so und so. Was mit dieser E-Mail-Adresse im Hintergrund passiert, ist völlig egal. Aber junge Menschen sagen ganz, ganz klar, dass sie nicht mit Chatbots reden wollen, dass sie nicht sich bei bewerbung@xy.com bewerben wollen. Wenn wir Menschen haben wollen, dann sollten wir einen Menschen als Gesprächspartner geben. Gerade jungen Menschen, die eh verunsichert sind und eh nicht so wirklich wissen, was ist da los, worum geht's, da hilft schon ein Foto auf der Seite und da hilft schon ein direkter Ansprechpartner, ein direkter Draht. Wenn sie wirklich das Problem kriegen, dass sie von so vielen angerufen werden, dass sie es nicht mehr aushalten, na, dann haben sie die halbe Miete eh schon wieder erledigt, weil dann haben sie eh genug Bewerber. Es passiert eh nicht, ehrlich gesagt. Aber die jungen Menschen nehmen es anders wahr. Und dieses darauf aufmerksam machen, auszubilden, meine ich auch in ihrer direkten Umgebung. Und da meine ich vor allem auch ihre Mitarbeiter und, wenn es die gibt, ihre Firmenpensionisten. Man glaubt gar nicht, wie wenig Unternehmen, die eigenen Firmenpensionisten, die werden über alles Mögliche informiert, über den Weihnachtsbasar und über weiß ich nicht was, aber nicht darüber, wie die Ausbildung heutzutage läuft. Da vergeben sie eine ganz große Zielgruppe. Die Großeltern sind die, die mit jungen Menschen oft die meiste Zeit verbringen. Wir haben Firmenpensionisten. Viele Firmen halten lobenswerterweise den Kontakt zu denen. Bitte erzählen Sie denen, dass sie ausbilden und wie sie ausbilden. Bei deren Bild ist wahrscheinlich ein bisschen ein altes, aber ihre Bindung zu ihrem Unternehmen ist noch immer sehr groß. Und wenn man das, die drei Dinge macht, ich glaube, dann hat man schon viel gemacht. Robert, vielen Dank. Das war ein Potpourri an Expertise, an sehr Lebendigkeit, an eigener Erfahrung. Ich fühle mich bereichert und ich bin überzeugt davon, dass auch alle unsere Hörerinnen und Hörer und Seherinnen und Seher das ebenfalls sein werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage dann auch noch auf dich zukommt. Gerne, jederzeit. Liebe Doris, in einem Gespräch kann man auch immer nur so gut sein, wie der Gesprächspartner es zulässt. Und danke für deine charmante Art, die du nicht nur da hast, sondern auch bei allem dem, was ihr in der Firma tut, sichtbar ist. Und danke dafür. Es braucht auch Unternehmen wie euch, die die Wertschätzung an die Unternehmen geben, die sie sich verdienen, in der Form von Auszeichnungen und die Unternehmen dazu bringen, nachzudenken darüber, wo können wir noch besser werden, was können wir gut tun und aber auch, was machen wir schon gut. Darum war es mir ein ganz, ganz großes Anliegen und bin ich dir sehr dankbar, dass wir heute miteinander hier geredet haben. Und ich hoffe schon, wenn wir uns wiedersehen, dass das bald sein wird und bin dir dankbar für dieses Gespräch heute. Merci. Wieder einmal bin ich für Ihre Zeit und Ihr Interesse dankbar. Schön, dass Sie bei dieser Episode von The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work, dabei waren. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie doch einen Sprung auf unserer Website greatplacetowork.at vorbei. Ich bin Doris Paltz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und freue mich auf unser Wiederhören bei der nächsten Episode von The Red Box. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.